Ja, wäre es nicht unsere Existenz, über die wir da reden, dieser Abend wäre einfach nur ein sagenhaft spannender Krimi, von dem Sie jetzt der zweite Teil erwartet. Der Showdown, der große Crash. Erinnern Sie sich noch? Es war beinahe wie eine Naturkatastrophe, die da 2008 über uns hereinbrach. Nach der Pleite von Lehman Brothers wurden auf allen Kanälen die Untergangsszenarien für unser Wirtschaftssystem durchgespielt, an dem bis dahin niemand gezweifelt hatte. Hedgefonds, Schattenbanken, Derivate. Erst allmählich begreifen wir, was da eigentlich abgelaufen ist. Wie Banker und Finanzjongleure es geschafft haben, die Profite unter sich aufzuteilen und die Verluste den anderen zu überlassen. Alle wussten, dass das Böse endet, aber keiner wollte als Erster die Party verlassen. Kann es wirklich sein, dass niemand Bescheid wusste? Oder hat sich die Politik für ihre Blindheit bezahlen lassen? Wie weit reicht überhaupt die Macht der Finanzoligarchen, wenn es möglich ist, dass ein für seine Gier bekannter Investmentbanker wenig später US-Finanzminister wird? Die nächsten 60 Minuten entlarven ein System, in dem Märkte Länder angreifen und auf den wirtschaftlichen Untergang von Staaten wetten. Am Ende sind es Menschen gegen Menschen. Es ist eine Art Krieg, einiger weniger gegen den Rest der Welt. Es ist der Tanz der Geier. Glauben Sie mir, vor 20 Jahren lebten wir gar nicht schlecht. Es gab Geld. Die Bank gewährte Kredit. Na gut, es war schon so, dass die Arbeitslosigkeit wuchs. Aber alle Welt war doch zuversichtlich, das würde sich schon geben. Und plötzlich, niemand hat es kommen sehen, verstummte die Musik. Aus, vorbei. Kein Geld mehr. Das Meer hatte sich zurückgezogen. Und wir standen alle nackt da.